Hallo und herzlich willkommen zu einem Get Ready With Me Video. Sicherlich auf eine ganz andere Art und Weise, als ihr das vielleicht normalerweise kennt oder von früher kanntet. Ich glaube, so krass gibt es das ja heute nicht mehr. Aber ich habe heute Kinder frei. Ich verlasse heute Abend das Haus und nehme euch mit, wie ich mich darauf vorbereite und was ich so mache. Könnte man also auch als Vlog bezeichnen, aber lass doch mal was Neues ausprobieren. Ich war jetzt gerade erst mal eine reichlich halbe Stunde spazieren und habe Sprachnachrichten an meine Freundin beantwortet. Und was ich jetzt machen werde, ich habe jetzt noch ein paar Stunden Zeit. Wir müssen unbedingt was hier mitmachen. Darum kümmere ich mich jetzt als allererstes. Die bekommen jetzt eine Kokosölmaske, die ich einwirken lassen muss. Und dann arbeiten wir später weiter damit. Und dann werde ich mir jetzt was Leckeres zu essen kochen. Ich liebe das, weil ich dann ganz unkompliziert an solchen Tagen, die ja viel zu selten vorkommen, was kochen kann, was nur mir schmeckt, was den Kindern nicht schmeckt, wo ich nicht noch ein zweites Essen dazu machen muss. Genau, ich koche mir dann was Leckeres. Und ich habe auf meiner Watchlist die zwei Jennifer Lopez Filme auf Prime. Und ich glaube, einen davon werde ich mir dann, während ich esse, ansehen. Und dann, also hier muss noch was passieren, hier muss was passieren. Und ich habe noch keine Ahnung, wirklich 0,0, was ich heute Abend anziehe. Seht ihr also alles in diesem Video. Bis dann. So, für mich gibt es jetzt noch ein Chorwach. Wir starten jetzt so langsam, dass ich mich tatsächlich vorbereiten muss. Aber ich brauche jetzt noch mal eine schöne Tasse Chorwach. Dazu habe ich zwei. Ich habe gestern so Haferflocken-Bananen-Cookies gemacht. Davon esse ich jetzt noch zwei. Und schaue jetzt noch die letzten 20 Minuten. Ich habe jetzt, also es gibt quasi einen, es gibt zwei Filme von Jennifer Lopez. Es gibt einen Film, wo sie ihr neues Album quasi verfilmt hat. Also sozusagen mehrere Musikvideos für ein komplettes Album. Und es gibt die Dokumentation für diesen Film. Und ich habe jetzt mit der Dokumentation gestartet. Die heißt Die schönste Liebesgeschichte, die nie erzählt wurde. Und ich glaube, es gibt keine perfekte Reihenfolge, wie man das am besten guckt. Ist aber wahnsinnig gut, sehr empfehlenswert. Selbst wenn euch die Musik dieser Person nicht interessiert und ihr auch nicht vorhabt, diesen Film zu gucken, das, was sie über Liebe zu sich selbst, ihr inneres Kind, ihre, warum sie immer wieder in toxischen Beziehungen war, wie sie das so erklärt und aufdröselt innerhalb dieser Dokumentation, ist ja gar nicht Sinn der Sache, aber es passiert einfach, weil es thematisch notwendig ist, das zu erzählen, ist so wichtig und muss gehört werden. Also große Empfehlung, läuft auf Prime. Davon gönne ich mir jetzt noch die letzten 20 Minuten mit meinem Chorwach hier. Und dann geht's los. Dann müssen wir uns ein bisschen hübsch machen. So, ich mache mir jetzt die richtige Musik an. Ich bin noch am, also von denen hier unten wird es definitiv keine. Ich schwanke zwischen den zweien. Ansonsten gehen diverse Taylor Swift-Alben eigentlich immer. Ich mag die Energie der, dieser beiden Playlists hier. Woman Energy Playlist oder Your Boss Bitch. Und eine von den beiden werde ich mir jetzt anmachen. Spring jetzt als erstes unter die Dusche. Werde mich dann um mein Gesicht kümmern. Und an der Stelle werden wir uns dann gleich wiedersehen. Also ich habe ja auch nicht viel Ahnung, was ich hier mache, ne? Aber wenn ich euch eine Sache empfehlen kann, dann ist es das hier. Also ich habe noch nie gerne Foundation benutzt. Ich habe das immer gehasst, dieses Gefühl. Und wartet, ich erzähle gleich noch was. Und das hier finde ich perfekt für mich. Also ich benutze es auch nicht jeden Tag. Von Balea ist das Tang Perfection Magic Tang Creme. Soft Make-Up Effekt. Mit Lichtschutzfaktor. Da gibt es auch nur das eine. Es gibt nicht verschiedene Farben oder so, weil sich das farbmäßig an euren Teint anpasst. Und das ist perfekt für mich und mehr brauche ich auch nicht. Das mal so by the way. Warum ich das hier heute eigentlich so ausführlich mache, ist, ich habe vor ein paar, gestern, nicht vor ein paar Tagen, ich habe gestern oder vorgestern mit meiner Freundin darüber gesprochen,
dass ich mich gerade nicht so gut finde. Optisch. Dass ich da gerade mit mir struggle und auch nicht erst seit gestern schon, sondern schon eine ganze Weile. Dass ich nicht so gerne Fotos von mir mache, dass ich mir manchmal Videos nicht so gerne nochmal angucke, dass da einfach, das läuft gerade nicht so rund mit mir. Und dass ich da entgegensteuern möchte. Und einer dieser Schritte ist mal so, diesen Tag halt heute zu nutzen als Möglichkeit, mal wieder da ganz viel Energie auch reinzustecken und mir selber zu zeigen, guck mal, das da ist eigentlich alles möglich. Selbstliebe hin oder her. Selbstliebe ist nicht immer dieses, ich nehme mich an, so wie ich bin und ich finde das immer alles ganz toll und ganz, na, ich liebe die grauen Haare und die Falten und dass meine Haut so fahl aussieht, das liebe ich alles. Ganz ehrlich, wer kommt da hin und ist das tatsächlich das Ziel? Mir reicht schon, wenn ich mich mag. Und ich mag mich sehr gerne, aber manchmal liebe ich mein Aussehen nicht. Also nicht so im Detail. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man dann beim Schminken so sieht, oh, die Poren sind ganz schön groß gerade. Oder so richtig Farbe kriegen wir nicht ins Gesicht, ist gerade so fahl. Haare färben wäre vielleicht eine gute Möglichkeit. So diese Gedanken kennt ihr, glaube ich, vielleicht so aus eurem Alltäglichen. Und deswegen wollte ich heute mal wieder so voll Effort machen. Ich habe hier schon meinen Lidschatten vor mir, da gucke ich jetzt gleich mal rein und mir einfach das einfach aus Spaß an der Freude machen. Ne? So im Alltag frage ich mich halt, warum? Wozu? Und heute ist das nicht mehr die Problematik. Heute habe ich ein Warum, wofür? Und dann fahre ich mal wieder das komplette Programm. Und aber aus Spaß, nicht so aus Verpflichtung heraus oder ich muss das irgendwie machen, weil ich rausgehe, sondern aus Spaß an der Freude. Und ich habe da eigentlich Spaß daran. Und heute das mal wieder so ein bisschen auszuleben und mal gucken, was da so möglich ist. Und jetzt mache ich das hier erstmal fertig. So, jetzt kommt der schwierigste Teil. Ich habe noch eine halbe Stunde Zeit. Ich habe keinerlei Vorstellung davon, was ich heute anziehen möchte, wonach mir ist. So gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich ziehe mich gerne entsprechend der Energie an, die ich habe. Also, was ist heute der Vibe? Ich habe so ein bestimmtes Teil im Kopf. Und zwar, also nicht das Blaue, sondern das Rosane. Das ist so ein Mantel, ein dünner Mantel. Ob ich darum herum ein Outfit kreiere. Andererseits haben mich gerade zwei Röcke angesprochen, die mit dem nicht funktionieren würden. Ich glaube, ich muss einfach ausprobieren. Also, das hier ist eigentlich ein guter Look. Problem an der Sache ist, ich hätte den Rock vorher bearbeiten müssen. Das glaube ich, schaffe ich jetzt nicht mehr. Und es funktioniert einfach mit keiner Jacke. Ich weiß, mit welcher Jacke es von mir funktionieren würde. Aber die lasse ich gerade aufpimpen. Und deswegen wird es der Look nicht, weil ich keine Jacke dazu finde, die ich da kombinieren kann. Also müssen wir da jetzt noch mal rein. Also, ich bin doch wieder zu dem Mantel zurückgekommen, den ich im Kopf hatte. Schmuck mache ich jetzt nicht so viel. Mir war heute wichtig, Schmuck anzulegen, aber das hier, finde ich, fühlt sich passend an. Haare muss ich jetzt gleich noch machen und ich zeige euch einmal die untere Etage. So, ich habe so eine weite Hose gewählt. Mit Gürtel, ich hatte erst überlegt, ob ohne, aber weil wegen dem Braun. Aber ich habe das Braun nochmal in meinen Schuhen wiedergebracht. Und dann finde ich, kann man das machen. So, das hat jetzt auch nur läppische 50 Minuten gedauert. Da ist nicht fertig und so viel. Sogar Lipgloss aufgetragen, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Lipgloss aufgetragen. Und es fühlt sich gut an. Der Prozess hat Spaß gemacht. Ich bin zufrieden mit mir. Ich gucke mich gerne an. Ich habe gerade noch zwei, drei Fotos gemacht. Ich sehe mich gerne jetzt hier in der Kamera. Hat sich gelohnt. Und jetzt werde ich gleich abgeholt in 5 Minuten und mache mir einen wunder, wunder, wunderschönen Abend. Und es war ein gutes Experiment, das so zu machen. Also mein Appell an euch, macht euch mal wieder schön. Mit allem drum und dran. Nehmt euch die Zeit, macht das für euch.
Macht Spaß.